Und dann kann ich sehen, geh noch mal auf mich. In die Zähne haben die gleiche Farbe wie meine Haare. Ich habe noch Snickers gegessen vorher. Wie sieht es aus? Was hast du gegessen? Ein Snickers. Ein Snickers, man sieht es nicht. Okay, nein. Okay. Viel gut Podcast. Nummer 13. Weißt du das, Christoph? Egal. Ja, 13. Ja, das passt ja. Wieso? Unglück? Ja, man sagt doch so 13, das ist die Unglückszahl. Da kommt Frau Schneider. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mit dir Unglück ist. Nein, ich glaube es nicht. Aber ich finde es ja dann immer spannend, oder? Es ist ja wie, wenn es heisst, es ist verboten oder es bringt Unglück, dann wird es eigentlich erst recht spannend im Leben. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass in den letzten Jahren extrem viel Freitag der 13. gesehen ist. Aber vielleicht einfach, weil ich mich darauf achte. Aber es kann sein, dass je nachdem, wie irgendwie der Monat liegt. Es bricht einfach immer wieder mal ein Freitag. Ja. So ist es. Regula Esposito, jetzt hast du schon gesagt, Frau Schneider, du hast ein bisschen multiple Persönlichkeiten. Ja, das drückt einfach immer wieder mal durch. Ich kann es nicht abstreiten. Ab und zu mal. Ja, ja, ja. Träumst du auch ab und zu als Helga Schneider? Nein, das ist eine gute Frage, habe ich glaube noch nie gemacht. Aber ich habe so den klassischen Bühnenalbtraum, den man so hat, wenn man kurz vor der Premiere ist. Oder so die, man hat ja so irgendwie so seine schlechten Träume, oder? Wo man irgendwie, ja, man ist irgendwie in der Garderobe, die Leute klatschen draussen. Und du findest deine Perücke nicht, so. Ja. Yeah. So bei dem Stil, so. Das ich habe mal einen Traum gehabt, dass ich in einem Dschungel eine Show machen musste. Und irgendwie, dass ich die Sport gesehen bin. Ja, nein, es ist Horror, oder? Und dass die Leute warten. Ja, die Leute warten und du kommst nicht aus der Garderobe wegen irgendeinem genau. Problem, oder? Yeah. Horror. Ja, die Träume, die habe ich auch schon öfters gehabt, aber die begleiten dich nicht konstant, sondern das ist so nein, vor nein, der Premiere. Nein, das habe ich selten, aber eben wenn, dann geht es in die Richtung. Ja. Aber da als Helga habe ich wirklich glaub, noch nie geträumt. Und das ist ja eigentlich eins von deinen grossen Glück, dass du als Regula unterwegs kannst sein. Mhm. Und manchmal anhand von der Stimme oder eben wenn Helga ein bisschen ausbricht, merken die Leute, dass du eigentlich noch jemand anderes bist. Ja, das ist so. Also es ist wirklich so, dass ich eigentlich kann nach der Show an die Bar gehen und still anstehen, ein Güppli bestellen und ein bisschen hören, was die Leute über mich reden. Aber es ist schon, wenn ich das Maul aufmache, dann ja, das ist sie, das ist sie, das ist sie, das ist sie jetzt, das ist sie jetzt. Yeah. Was hast du alles schon gehört, wo du inkognito an der Bar gesehen bist? Ja, eigentlich nie. Ich muss sagen, nie etwas Schlimmes oder so. Es ist ja dann meistens mega herzig, wie die Leute irgendwie, warte, jetzt, wie ist der Spruch nochmal gegangen? Weißt du, wo sie so das und das gemacht hat? Nein, da, ich bin schief verreckt. Also sie tun so wie nochmal Revue passieren lassen. Und ich habe jetzt noch nie etwas nicht. Also eines der tollsten Momente, wenn es wirklich um negativ geht, ich weiß nicht, dir habe ich es glaube mal erzählt. Wir haben mal so einen Netzwerk-Apro gehabt, bei mir zu Hause, privat in der Wohnung. Und da sind immer so alle Freitag um 5 Uhr sind irgendwie da plötzlich so 20 KMU-Frauen bei mir in der Wohnung gestanden. Also Politik, Sport, Journey, Querbeet. Und dann ist irgendwie, habe ich plötzlich mit der Frau angefangen zu reden. Die hat nicht gecheckt, wer ich bin. Auch nicht gecheckt, dass ich Besitzerin von dieser Wohnung bin und da eigentlich Gastgeberin bin. Und irgendwann fragt sie mich, ja, und was machst denn du so beruflich? Und ich, ja, bin Komikerin. Ah ja, ja, kennt man dich? Und ich, ja, jetzt gerade angefangen als Solistin, als Helga Schneider, früher vielleicht mehr bekannt als Jaka Pickles. Und sie, ja, nein, Jaka Pickles, mega, ja. Ja, ich weiss genau, welche du bist. Jetzt weiss ich genau die. Ja, du bist meine Lieblingspickelfrau gsi. Ja, nein, ich kann dir, nein, ich verrecke jetzt, wenn ich dich anschaue. Und weisst, da hat es ja diese gegeben und die habe ich, und ja, nein, und dann hat es aber eine gegeben, die habe ich nicht können verputzen. Hey, die Helga Schneider, die habe ich so scheiße gefunden. Sie anfangen ablästern. Und dann habe ich sie irgendwann nicht können lassen und sagen, ja, das bin ich. Und das ist ja eigentlich so eine peinliche Situation gewesen für sie. Mhm. Also mir wäre es mega peinlich gewesen. Und ich habe dann irgendwie ganz viel erwartet von, oh, es ist mir jetzt peinlich oder ja, das ist jetzt strange oder ja, tut mir leid, finde ich wirklich scheiße oder irgendetwas.
Und sie schaut mich so eine hundertstel Sekunde an, dreht sich auf dem Absatz um und schaut so aufs Buffet und fragt, hat es noch Brot? Aber es ist ja auch eine gute Reaktion. Und dann hat nochmal mit ihr geschwätzt? Ich mag mich nicht mehr erinnern, aber es war ein grossartiger Moment gewesen. Ich hatte mal so einen, wo ich an einer Tramstation war und da ist ein Plakat von mir gehangen. Aha. Und dann hat der Bärli miteinander geschwätzt. Und dann sagt sie, ja, Luke, das ist der, den wir da mal am Fernsehen gesehen haben. Und dann sagt sie, ja, den finde ich unter alles auch. ich bin so schon der, wo irgendwie fremde... Aber es ist eigentlich auch noch lustig, eben, oder? Ich bin ja der, wo Fremde angequatscht. Aber ich habe dann so gefunden, ich auch. Und es ist ja so, dass du kannst ja nicht jedem gefallen, oder? Mhm. Und es ist ja so, dass sich eigentlich ganz selten mal jemand getraut, dir ins Gesicht zu sagen, dass man dich schlecht findet oder nicht lustig findet. Oder, ja. Die Leute trauen sich das ja nicht. In der Regel. Ich sage immer, wir in unserem Beruf werden mehr verschont von dem, als zum Beispiel Moderatoren oder so. Weil du weniger in die Welt von einem Menschen eindringst. Mhm. Wenn du jetzt einfach am Fernsehen jede Woche moderierst. Ja, dann gehörst du natürlich allen. Genau. Ja. Aber wenn Menschen ja extra Geld zahlen, um die zu schauen, dann gehen sie vielleicht eher mal Kritik und sage, ja, das letzte Programm habe ich jetzt oft gehört. Ja, ja. Das Programm gefällt mir besser als das letzte. Ja. Aber beim letzten hat mir niemand gesagt, das habe ich jetzt nicht gut gefunden. Ja, ja. Es braucht natürlich einfach ein bisschen Mut, oder? Jemandem ins Gesicht zu schauen und zu sagen, was du jetzt heute mir da 2,5 Stunden geboten hast, hat mir gar nicht gefallen. Und dann... man kennt es ja selber auch irgendwie. Man geht einen Kollegen schauen. Ich kann sagen, es ist schwierig bei Kollegen. Ich finde ihn eigentlich gut, aber heute ist er wirklich irgendwie ein bisschen abgeschifft. Und ich finde ja, man muss sich auch können unter Kollegen und Kolleginnen wie kritisieren können. Mhm. Aber man muss dann auch eine konstruktive Kritik geben. Beziehungsweise, wenn man jemandem Kritik gibt, muss man auch bereit sein, nach einer neuen Stunde zu diskutieren. Ja. Also es hat Konsequenzen. Kannst du eben nicht einfach umdrehen und sagen, hat's noch Brot? Ja, oder schönes Bühnenbild. Ja. Ein gutes Zeichen ist immer, wenn es heisst Gratulation. Wenn man mehr als 7 Mal Gratulation hört, dann weiß man, bin mir nicht sicher. Gratuliere, hey, Gratulation. Ja. Aber was auch immer sehr schön ist, ist, wenn Kollegen im Publikum neben deinen Eltern oder Geschwistern sitzen und während der ganzen Show ablästern über dich. Das ist mal passiert. Das ist passiert. Ja. Wirklich? Ich nenne es keinen Namen. Was, neben dem, wo du kennt hast? Ja, ja, logisch. Ja, yeah. Alles mitgekriegt. Mhm. Als Bestes war meine Mutter, oder? Und da kommt ja noch die Mutterliebe, oder? Das ist so Glückern, oder? Wo dann so eine sehr persönliche, also bekannte Persönlichkeit neben sich gehabt hat. Und die Person hat wirklich irgendwie 2 Stunden nur abgelästert. Und meine Mutter ist natürlich fast geplatzt und die wäre am liebsten aufgestanden und hat die Person umgebracht. Am liebsten, aber sie ist anständig geblieben und hat es mir dann am nächsten Tag erzählt. Ach, ist nicht mal aufgelöst worden, dann oben? Nein, nein. Nicht nur nein, so per Zufall, schau mal, das ist übrigens meine Mutter. Also man muss aufpassen, wenn man im Publikum sitzt und ablästert. Ich finde es auch schwierig, also es gibt ja die alte Regel, dass wenn man Kollegen gut besuchen, dass man nicht vorne sitzt. Ja, das finde ich ganz übel, ja. Wenn du wirklich so erste, zweite Reihe, XY, die ganze Show durchsehst. Ja, wobei es gibt da natürlich auch Kollegen und Kollegen, oder? Es gibt natürlich die Kollegen, die demonstrativ nie klatschen und die Hände verschränken in der ersten Reihe. Oder... gut, also ich vermeide es, in die erste Reihe zu sitzen. Aber manchmal fragst du, könntest du mir noch ein Ticket organisieren? Und dann sie platzieren dich in die erste Reihe. Ja. Oder es hat einfach nur noch dort einen Platz gehabt. Ist mir äußerst unangenehm, oder? Ja. Yeah. Weil ich selber weiss, wie das einem kann befangen machen kann, oder? Du hast irgendwie 500 Leute vor dir, aber du siehst nur noch die Person, oder? Ja. Bist du ein Mensch, wo immer die Person findet, die nicht lacht? Oder bist du eher jemand, der darüber wegspielt? Weil ich kenne es, von mir früher noch, habe ich mich auf so Menschen geachtet und mittlerweile ist es völlig gut. Ja, habe ich früher schon. Also ich habe mich früher mehr aus dem Konzept bringen lassen, ja. Mittlerweile passiert mir das eigentlich nicht mehr. Also das ist einfach so ganz klar, hey, also da darfst du jetzt nicht auf dem Zeller haben, da musst du wirklich drüber hinweggehen. Also
man muss wirklich auch, wie man denkt, es ist nur eine Person, die jetzt da vorne fast einschläft oder permanent WhatsApp schreibt. Und wenn man sich von so einer Negativ, das ist für mich so eine negative Energie, oder? Wenn man sich da abziehen lässt, dann bestraft man eigentlich den ganzen Rest, wo ja sich will freuen. Du bist jetzt unterwegs mit dem Programm Miststück. Und wenn man an den Anfang zurückdenkt, so wie ich es ein bisschen von dir mitgekriegt habe, ist das ja eigentlich wirklich ein absoluter Jux gewesen zum Start. Einfach vier Frauen, die Bock haben, ein bisschen, blöd gesagt, positiv Seich auf der Bühne zu machen. Ja, das kann man so sagen, absolut. Also wir haben irgendwie ein Projekt gehabt, damals ja mit einer Big Band, wo wir sehr ernsthaft, akribisch und intensiv gearbeitet haben. Und haben dann wirklich aus Seich angefangen, unsere eigene Vorband zu machen. Also wir sind einfach vier Frauen gewesen dort in dieser Combo. Und also es hat zwar, glaube ich, nur eine gehabt, die hat, ist aber nicht so in dem Freundinnen-Circle gewesen. Und wirklich einfach aus Seich haben wir vor dem Auftritt haben wir irgendwie drei, vier Songs genommen und haben die A Cappella gesungen. Und haben uns dann auch am Anlass entsprechend jemanden verkleidet. Und und am Anfang hast du noch Schweizerisch gesprochen. Ja, ich habe schon St. Galler Deutsch geredet. Wirklich? Ob St. Galler. Und wie ist das denn transformiert worden? Ja, es ist eigentlich ein Fluch gewesen, oder? Weil, das war eben so spannend gewesen, oder? Weil eine hat geschwöbelt, zwei haben baslert und ich war Zürcherin gewesen, habe aber irgendwie so etwas gesucht, das nicht so nah bei mir ist, weil es irgendwie, ja, es ist immer einfacher, etwas nachzuzeffen, als sich selber gut darzustellen. Oder irgendwie, ja, es war wirklich sehr dilettantisch gewesen. Und dann hat man einfach mal so ein Zeichen, ja, komm, mach St. Gallen, so ein bisschen der Depp vom Dienst, oder? Und da hat man sich ja nicht überlegt, dass das mal Erfolg haben könnte und dass man das dann nachher noch 20 Jahre durchziehen muss. Das ist dann einfach ein bisschen peinlich geworden, weil es ja immer geheißen hat, ja, Klischee, der Zürcher macht sich über St. Galler lustig. Und dann habe ich dann also wirklich auch eine Zeit lang St. Galler-Deutsch-Unterricht genommen. Wirklich? Ja. Wie nimmt man St. Galler-Deutsch-Unterricht? Ja, indem dass man einfach seine Texte mit einem waschechten St. Galler zusammen durchspricht und sagt, nein, das ist nicht ein A, das ist ein O. Der St. Galler sagt O, nicht A, nicht immer A. O, du musst O sagen. Und das ist mega schwierig. Ja, vor allem, also improvisieren ist ja dann auch schwierig. Ja. Weil dann kennst du ja... Ja, ja. Irgendwann habe ich gefunden, komm, weißt du was, es ist jetzt einfach Helga-Deutsch, Punkt. Und es ist aber auch, als wir dann noch uns getrennt haben mit den Acapickles, für mich ganz klar gewesen, ich darf endlich Zürich-Deutsch schnurren. Ja. Ist das der Switch gewesen? Absolut, ja. Und dann bist du allein losgezogen. Ja. Ist es so die... Klar, die grosse Veränderung ist, du hast nicht immer noch drei andere rum, aber du bist ja gleich nie ganz allein. Die Leute haben ja oft das Gefühl, wenn man solo unterwegs ist, ist niemand mehr da. Genau. Aber das stimmt ja nicht. Also du hast ja noch Technik dabei, zum Teil hast du noch sonst Leute, die dich begleiten. Ja. Also am Anfang habe ich auch... Am Anfang noch einen Musiker auf der Bühne gehabt, der Roland Strobel. Und also ganz am Anfang bin ich eigentlich fast noch zweig gewesen, ganz allein auf die Bühne zu gehen. Yeah. Ja. Und gut, ich wollte natürlich auch ein paar Lieder singen und musikalisch und so eine Geräuschwelt haben. Und dann hat sich das ergeben mit dem Rolli, mit dem Herr Strobstrowski hat er geheissen. Yeah. Und damals, ich hätte mir das auch nicht können leisten, irgendwie eine ganze Band zu engagieren, geschweige denn Playbacks zu produzieren, wo ja auch sehr ein kostenaufwendiger Produktionspunkt ist. Also das ist einfach gar nicht möglich gewesen für mich. Das ist das, was die Leute immer sagen. Ja, willst du mal mit einer Band? Ja, ja, also ich hätte sehr gerne eine Band. Ja, am liebsten eine Big Band. Oder ein ganz cooles Trio. Das würde ich Es wäre ein Grund, zum berühmt zu werden, dass man sich das einmal könnte leisten könnte. Aus man bietet Musiker einfach aus, oder? Ja, das ist ja dann wäre es nicht möglich, aber das finde ich nicht okay. Irgend so eine
Jazz-Student. Ja. Du kriegst 50 Stutz. 50 Stutz, ja. Aber und Essensgutschein für 10 Franken. Immer wichtig, immer wichtig. Ja. Haben wir mit Isabel Meili haben wir es davon gehabt, vor allem in Deutschland. Ja. Da werden die Getränkebons werden genau. sehr, sehr spärlich verteilt. Das ja, ist... Ja. Das ist schon etwas anderes. Was ist denn so für dich, zum Beispiel in der Erarbeitung und so, was ist die grosse Veränderung gewesen, wenn du auf einmal allein musst? Weil ich kenne es für mich nur von allein. Ich habe früher noch Theater gespielt und dort hat man ja überhaupt keinen kreativen Input, was Text anbelangt, sondern dann einfach so ein bisschen, hey, ich spiele es mehr so, nein, doch nicht, der Regisseur findet, mach es doch eher so. Das ist so, du bist so recht in einer Schranke und Comedy, Musik, Performance habe ich nie mit anderen Menschen zusammen erarbeitet. Darum kenne ich es nur allein. Was war für dich der grosse Wechsel gewesen, oder die grosse Veränderung? Ja, eigentlich war es gar kein Wechsel gewesen. Logisch war es ein innerer Wechsel gewesen, oder? Also, wie man ist 18, 20 Jahre mit so einer Damenkombo unterwegs, oder? Und am Schluss natürlich auch einen riesen Staff gehabt hat. Und dann ist so wie einfach die Überlegung, soll ich den Schritt wagen, das allein zu machen? Und natürlich auch die grossen Zweifel, bringe ich es überhaupt allein, oder? Weil, wenn so etwas zu vierten funktioniert hat, ist noch lange nicht gewährleistet, dass du allein das überhaupt kannst, prestieren, oder? Und dann habe ich natürlich auch aus alter Gewohnheit noch viel grösseren Staff gehabt. Also man hat dann irgendwie einen Regisseur, man hat einen Komponist und man hat irgendwie jemanden, der das Licht macht, jemanden, der das Plakat macht und einen Grafiker. Und man muss natürlich auch wieder, vorher hat man die Leute gehabt in der Gruppe, die Firma hat es nicht mehr gegeben, die Leute hat es auch nicht mehr gegeben oder die Grafiker, die man dann noch gehabt hat zu Zeiten von den Acca Pickles, das sind einfach Leute gewesen, wo du weisst, das kannst du ohne jetzt die grosse Kiste mit dem ganzen Entourage nicht leisten. Also musst du auch alles wieder abschrauben, oder? Und insofern bist du eigentlich nie allein, oder? Ja. Und auf der Bühne habe ich immer gedacht, das sei ein wahnsinnig grosser Unterschied, ist aber lustigerweise dann eigentlich gar nicht so gewesen. Es ist einfach, der grösste Seich ist einfach, wenn du das Blackout hast oder wenn du abschiffst, dann musst du einfach viel mehr halt da sein, oder? Du hast früher immer gewusst, auch wenn du mal hast, irgendwie mit 38 Grad Fieber auf Bühnen oder hast den Fuss verstaucht gehabt oder irgendwas, ich was Menzkrämpfe oder so, dann hast du gewusst, es sind noch drei andere da und wenn du gerade mal absagst, dann es sind noch drei andere, die reissen es dann, das ist so wie eine Waage, die es ein bisschen gegenseitig dreht, oder du hast auch, oder auch wenn mal alle vier abgeschifft sind, dann hast du links und rechts schauen und hast gewusst, bist du nicht allein, oder? Und wenn du allein bist, dann bist du allein, dann musst du allein einstecken und musst allein poweren und musst allein den Laden heben, also die Stimmung, die Intensität heben. Ja. Aber es war eigentlich viel, viel einfacher gewesen, als das ich gedacht habe, dass es ist. Hast du es befreiend gefunden, allein? Also findest du, jetzt kommt es nur noch auf mich drauf an? Also ich habe es extrem befreiend gefunden, aber weniger, weil es kommt nur auf mich drauf an, sondern einfach halt auch mit dieser Geschichte zu tun hat, von dieser Gruppe, die natürlich aufs Ende hin verstritten war, extreme Probleme gehabt hat, was dann auch der Grund war, dass man halt irgendwann mal, also das ist ja wie eine Ehe, die einfach nicht mehr funktioniert. Man hat halt jetzt noch die drei Kinder und wegen denen bleibt man zusammen und dann hat man noch das Haus gekauft und die, ja, einfach, man hat so das konstruierte Gefüge, oder? Und je mehr das man hat, umso schwieriger wird es, so etwas einfach mal zu Hause zu lassen, oder? Yeah. Und man weiss auch, nein, das ist ein Name und das kannst du dich nicht aufgeben, du kannst dich nicht so eine Erfolgsstory kübeln, aber da kommt halt der Tag X, wo du das entscheidest und dann gehst du aber noch zusammen auf Abschiedstournee und dann ist aber schon jeden Tag schon überreizt, wo du findest, die könnte ich kreuzweise, oder? Und dann bist du aber noch zwei Jahre so unterwegs. Also, quasi noch das Weihnachtsfest. Dann, insofern ist dann auch wirklich mehr Befreiung, dass einfach endlich mal die Probleme nicht mehr sind oder der Druck nicht mehr da ist. Dass es wirklich jetzt auch einfach endlich mal abgeschlossen ist, weil es ist schon so lange geplant gewesen. Und das, dann kommt halt der Neuanfang und der hat auch seine Zeit gebraucht. Also,
Ich hatte am Anfang noch andere Ideen gehabt. Zuerst mit einem Schauspieler wollen etwas machen. Ich habe auch gefunden, ich würde wahnsinnig gerne mal einfach ein Jahr, zwei einen festen Job haben und wieder mal nehmen zu arbeiten und gar nicht müssen denken. Ja, und irgendwann hat es sich dann so ergeben, dass ich gefunden habe, komm, ich probiere es. Ja. Ja, du hast gerade mit einer Ehe verglichen. Für mich gibt es immer so zwei Sorten von Menschen. Wenn eine Ehe nicht mehr funktioniert, gibt es die, die über die anderen noch nur noch schlecht reden und finden, oh, das ist 20 Jahre von meinem Leben verschwendet und was weiß ich. Obwohl ich dann immer das Gefühl habe, es kann ja gar nicht sein, sondern man hätte ja auch schöne Zeiten gehabt. Und die zweite Sorte von Menschen, das habe ich bei dir das Gefühl, du redest immer sehr positiv von der AK Pickles Zeit. Also ist denn die Trennung nicht ein Bruch gesehen an der Erinnerungen davor, sozusagen? Ja, das hat natürlich ganz viele verschiedene Facetten, oder? Also, es gibt für mich immer zwei Seiten, oder? Die eine Seite ist die ganz persönliche Seite, wo du als Mensch irgendwo mal einen Weg einschlägst und den bestreitest mit anderen Menschen. Und, Entschuldigung, es sind vier Leute, manchmal fünf, oder dann hast du noch das Management und Musiker oder Techniker, das sind immer meistens noch mehr Leute. Und jede Person von dieser Gruppe tut sich in der Gruppe auch weiterentwickeln, wird älter, lässt sich scheiden, ist frisch verliebt oder kommt ein Kind über oder ein Todesfall. Völlig egal, einfach halt das, was das ganze Leben an Paletten dir bietet. Und dann verändert sich plötzlich Bedürfnis, oder? Die will mehr, die will weniger, die will ein bisschen ruhiger, die will absahnen, die will ganz gross, die will mehr Familie. Mhm. Und das immer unter einen Hut zu kriegen, das ist einfach eine Schwierigkeit auf persönlicher Ebene. Ja. Und das andere ist ein Produkt, ein Kunstprodukt, wo mir von A bis Z immer Spass gemacht hat. Mhm. Und über das kann ich nicht schlecht reden. Ich kann höchstens sagen, es hat sich vielleicht irgendwann einmal ein bisschen totgelaufen, weil es einfach in der Gruppe nicht mehr möglich war, um sich weiterzuentwickeln. Das ist auch für mich ein kreativer, nebst einem persönlichen Moment der Entscheid war, ich wollte das verlassen. Ja. Weil ich Lust hatte, mich weiterzuentwickeln. Oder? Und dann bist du natürlich auch in einer Gruppe immer so schnell, wie das lahmste Element ist. Also, ja. Logisch. Also so eine Weiterentwicklung ist nicht einfach von heute auf morgen machbar. Da muss man diskutieren und Mediationen machen und weiss ich was. Und wenn du allein bist, dann hast du einfach viel mehr Freiheit. Du kannst sagen, Tag, ich will ein Stück machen zu dem Thema. Ah, geile Idee, so ist der Titel. Ah, mit dem, von dem will ich ein Kostüm, mit dem will ich Musik machen. Da musst du nicht zuerst irgendwie fünf Grundsatzdiskussionen führen und andere überzeugen davon, dass das die richtige Person ist. Du kannst es einfach machen, du kannst es einfach umsetzen. Mhm. Du bist viel schneller, und viel effizienter. Du musst dann aber auch, eben, wie gesagt, allein umsetzen. Aber du musst es tragen, musst genau. Es allein umsetzen, musst es allein zahlen, musst es allein durchziehen, hast allein den Gacki in der Hose und. Aber jetzt wahnsinnig erfolgreich Miststück. Monatelang in Zürich ausverkauft gesehen? Ja, darf man noch vier Wochen mal. Ja, ja, das ist ein Monat. Ja, ist extrem schön. Ja. Mhm. Und das ist ja dann quasi, wenn man dann zurückschaut, eben, man weiß es ja im Vorfeld nicht, aber wenn man dann zurückschaut, kann man ja dann sagen, richtige Entscheidung gesehen. Absolut, also von der ersten Sekunde an. Jetzt sind sie auch schon bald 10 Jahre. Mhm. Oder sind 10 Jahre. Mhm. Muss gerade rechnen. Ja, bald 10 Jahre. Mhm. Absolut richtig. Und fühle mich so wohl wie noch nie. So die High wie noch nie. Also, von mir aus kann es jetzt einfach noch mal 50 Jahre so weitergehen. Und du hast vorhin eben die verschiedenen Entwicklungen angesprochen, wie so ein Mensch sich in eine Richtung entwickelt und jemand anders in eine andere. Und vor allem, wenn man dann, wie viel sind es gesehen? 18 Jahre? AK Pickles. Ja, so 18-20 Jahre. Yeah. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an. Es ist ab, so wie, ab wann sind wir ein Bärli gsi? Yeah. Ab wann sollen wir jetzt zählen? Das erste Mal Sex oder der erste Kuss oder wo wir uns kennengelernt haben oder wo die Gefühle das erste Mal gekommen sind? Yeah. Ist ja immer so ein bisschen. Alles zu gleichen Tag. Genau. Dass eben in dieser Zeit ja extrem viel passiert bei verschiedenen Menschen. Und wenn du deine Entwicklung anschaust,
wahrscheinlich auch kannst sagen, allein in den letzten 10 Jahren, seit dem Entscheid bis jetzt, ist auch nochmal persönlich einiges passiert, sozusagen. Ja, ja, hoffentlich. Wäre ja schrecklich, wenn nichts passiert wäre. Gut, ich habe mehr Falten. Ja, Äußerlichkeiten. Ja, logisch. Also ich meine, das Leben geht weiter. 10 Jahre, da erlebt man nicht wenig. Mhm. Ja, es sind intensive 10 Jahre gewesen. Ja, also auch auf privater Ebene sehr viel erlebt. Und, ja. Was ist so einschneidend gewesen? Privat oder beruflich? Oder? Beides? Oder beides. Ja, also es ist schon, was jetzt mal als Künstlerin sicher einschneidend war, du hast so eine Erfolgsstory wie Aka Pickles und dann trennst du dich und da gibt es dann vielleicht auch noch ein paar unschöne Momente oder schwierige Momente, bis mal das alles in jedem Detail aufgelöst ist. Und dann habe ich gedacht, hey, wow, mit dem Namen, also wenn du jetzt das Solo-Programm machst und mit dem rauskommst, also da wird es ja sicher mal nicht so eine Sache sein, ein paar Auftritte zusammenzustellen. Mhm. Und es haben also genau 2 Veranstalter gerade gesagt, ja, wenn du etwas rausgibst, musst du nicht diskutieren, ich buche gerade, ich will nicht wissen, was du machst. Das ist ein sicherer Wert. Und sonst habe ich wirklich wieder bei Null angefangen. Also es ist ja ein neues Produkt. Ich habe nur gehört, ja, das ist jetzt nicht mehr Aka Pickles, zeigst du erst mal, was du kannst, mhm, und dann schauen wir, ob wir kommen. Und da habe ich also wirklich die ersten Gastspiele habe ich alle müssen selber veranstalten. Nein, es waren 3 Veranstalter gewesen. Und das vergesse ich denen nie mehr. Ja. Yeah. Mhm. Und die anderen, also da habe ich wirklich zum Teil mich müssen abknündeln und vorsprechen bei Leuten, die vorher irgendwie 15 Jahre lang den Laden gefüllt hast, und zwar 2 Monate lang zum Teil. Ja. Und ich gefunden habe, das hat mir noch recht. Also das hat mir recht auf den Boden geholt. Es ist gegangen, ich habe es gerne gemacht, ich habe gewusst, wie man es macht, ich habe gewusst, wie man einen Saal mietet und das bewirbt und füllt. Ja. In erster Linie muss natürlich auch einfach mal gut sein auf der Bühne. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so viele Steine im Weg sind. Das ist die Erkenntnis. Also das ist mal so, du sagst, die bewegendsten Momente. Yeah. Oder so. Das ist dann schon, sagen wir so, über 2 Jahre ein rechter Prozess gewesen. So. Von etwas Grosses ganz aufhören und mit sich ins Reine kommen, mit so einem Abschluss und etwas ganz Neues anfangen, sich wiederfinden, sich neu erfinden, sich weiterentwickeln, aber doch auch halt einen alten Teil beibehalten, oder? Mhm. Das war schon für mich sehr eine sehr aufreibende Zeit gewesen. Gleichzeitig auch die Zeit gewesen, wo mein Vater schwer krank geworden ist. Also er ist vorher schon schwer krank geworden gewesen und lange mein Vater, bis Palliativpflege zuhause. Parallel hat meine Mutter Alzheimer bekommen. Der Vater ist dann wirklich gerade irgendwie ein halbes Jahr von meiner ersten Premiere gestorben. Meine Mutter dement worden. Ich, meine Brüder, jahrelang die Mutter zuhause gepflegt. Und das war eine Parforce-Leistung, sondergleichen. Nebst dem wieder anfangen, irgendwie noch eine Mutter pflegen und mit Ämtern kehren und... Das sind so die Momente. Das ist sehr energieraubend. Das sind so die Momente, wo du, wenn du drin bist, merkst du gar nicht. Sprich, nachträglich schaust du dann zurück und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Oder? Ja, also jetzt, wenn ich zurückdenke, also sieht man ganz schlecht. Das wollen wir nicht. Ja. Das wollen wir nicht. Das heisst Feel Good Podcast. Ja. Und da ist natürlich immer die Frage, was man. Also nein, es ist nicht immer. Ich vergesse es die Hälfte etwa. Aber was du machst, damit du dich gut fühlst? Du meinst im Alltag? Ja, oder? Grundsätzlich. Ja, ich lebe einfach ein Leben, das mich glücklich macht. Also ich meine, ich bin ja total privilegiert. Oder? Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich, es dürfen eigentlich auf dieser Welt relativ wenig Leute von dem Leben, das sie selber kreieren. Und ich bin ja nicht einmal irgendwie noch so wahnsinnig intelligent oder innovativ, dass ich jetzt irgendwie ein wichtiges Gerät erfunden habe, wie Solarpanels oder ein Telefon oder eine Glühbirne. Mhm. Sondern ich erzähle eigentlich von Schrott und gute Witze auf der Bühne und darf von dem leben. Yeah. Also das muss man auch mal mit ein bisschen Dankbarkeit anschauen. Das heisst nicht, dass es nicht mit Arbeit verbunden ist. Mhm.
Aber das ist etwas, was mich extrem glücklich macht. Ja, und ich darf mit meiner Kreativität selbstständig leben. Ich habe keinen Chef, der mir reinschnurrt. Und ich habe sogar noch ein glückliches Publikum, das am Abend heimgeht. Also das gibt einmal Power so und dergleichen. Mhm. Und das ist aber eben auch das, was du ausstrahlst. Und wo man merkt, wenn wir zum Beispiel eine Mixed-Show haben, wo nochmal so eine zusätzliche Energie in einen Raum kommt. Also schon auf der Bühne, aber auch Backstage. Mehr. Ja, aber es ist so, weil also ich habe den Kampf mit mir schon mal gehabt. Ich hoffe, ich werde ihn nicht mehr haben, aber man verliert irgendwann mal, so kurzfristig ist bei mir gesehen, die Dankbarkeit, die eigentlich mega, mega wichtig ist. Und eben, dass wenn man dann nur ein paar Jahre zurückdenken und sagen und dann dorthin sagen, übrigens wirst du dann mal von deinem Leben können, dass allein das schon... Ja, ja. Die grosse Erkenntnis ist. Ja, es ist halt je, Entschuldigung. Je verwöhnter dass man ist, desto mehr vergisst man, was man eigentlich hat. Oder? Mhm. Ich denke auch immer, irgendwie, hoffentlich werde ich nie reich. Oder? Weil manchmal schaue ich reiche Menschen an und merke, wie die verblöden. Also, das ist jetzt sehr plakativ. Oder? Ja. Aber je mehr Geld das man hat, desto mehr Panik hat man, dass einem jemand könnte wegnehmen könnte. Oder dass man falsche Zinsen bekommt. Oder mit dieser Liegenschaft jetzt irgendwie zu spät ist mit dem Verkaufen. Oder? Das sind alles Probleme, die ich nicht habe. Oder? Und ich denke auch auf den Bühnen, es tut wahnsinnig gut, wenn man ab und zu richtig abkackt und abschifft. Oder mal muss eine Corporate Show machen an einem Ort, wo man total deplatziert gebucht ist, wo man wirklich einfach nicht der Star ist. Also im Moment natürlich Katastrophe, Pain in the Ass-Situation, aber es zeigt einem doch auch immer wieder, wie gut es einem dann geht, wenn man eben zum Beispiel 4 Wochen das Hechtplatztheater ausverkauft hat und es kommen Fans, die dich gut finden, nicht die dich das erste Mal sehen und mal schmücken. Weil dann ist einfach so eine gute Energie rum. Also, es ist ja nicht nur der Erfolg im Sinn von, dass, geil, ich kann jetzt meine Produktion abzahlen, weil es jetzt gerade mal so schön voll ist. Und so, und es ist nicht nur der finanzielle, wirtschaftliche Erfolg, sondern es ist einfach der ganz private Erfolg. Das hat ja mit Energie zu tun. Oder? Mhm. Du stehst ganz allein auf der Bühne und du hast 250 Nasen, die schief recken, die lachen, die glücklich sind, die mitgrölen, die nachher noch eins trinken draussen und nicht nach Hause gehen. Und das ist einfach eine gute Energie und die komme ich über. Ja. 2,5 Stunden. Also ich gebe sie, aber ich komme auch über. Ja, und wenn so eine oben nichts würde kosten für die zum stemmen, dann würde auch nichts kosten für die Leute, die kommen schauen. Und wenn man keine Miete mehr zahlen und nicht sonstige Rechnungen, dann würde man das ja eigentlich auch... Ja, dann müssen wir Strassentheater wieder anfangen. Wieder anfangen? Hast du Strassentheater gemacht? Nein, nie, never. Nein. Aber das ist etwas, wo ich denke, in unserem Beruf hat man das mehr und stärker als in anderen künstlerischen Berufen, dass man auch immer wieder zurück an den Boden von der Tatsache geholt wird. Mit eben, man muss ab und zu irgendwann mal etwas Neues ausprobieren. Das funktioniert nicht vom ersten Tag an zu 150% perfekt timed. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dort einem immer wieder eben ein bisschen Erde. Nicht, dass man völlig abhebt, aber es ist vielmehr so, man hat so mehr so ein Gleichgewicht, wie wenn du einfach als Musiker 3 Hits hast und einfach immer die 3 Hits kannst spielen. Absolut. Aber vielleicht ist es auch eine Charakterfrage. Also ich sage jetzt das nicht, um mich selber irgendwie da aufs Podest zu stellen, aber vielleicht ist es einfach eine Charakterfrage. Also das sieht man schon zum Teil bei Kindern, oder? Wo so ein bisschen unterschiedlich ticken, so von Natur aus. Oder vielleicht hat es auch mit der Erziehung der eigenen Eltern zu tun, die einem nicht irgendwie von Anfang an schon auf das Podest geklopft haben, sondern einem einfach ein bisschen auf den Boden gehebt haben. Es gibt einfach auch bei sehr, sehr berühmten Künstlern solche, wo du merkst, die haben keine Bodenhaftung mehr. Die fliegen nur noch irgendwie da in ihrem Room, Spirit, Wülchli und andere, die verdienen wahnsinnig viel Geld, spielen vor Tausenden von Leuten und sind privat so geerdete, normale,
nette Familienmenschen, die sich genau... Ja, es klingt jetzt so blöd. Ich finde jetzt gerade nicht die richtigen Worte, aber es gibt auch schon so ein bisschen Typen oder Typinnen. Das gibt es sicher. Und wo sie die eine oder andere Richtung gehen. Und dann gibt es privat, sicher ein privates Umfeld, wo das zum einen oder zum anderen beisteuert. Mhm. Also das ist ja, wenn das dann auf dem globalen Scale siehst, bei denen, die sich eben nicht mehr spüren, ist, weil es einfach irgendwie 15 Tiere noch drumherum sind, wo immer... Ab jedem Spruch lachen und sagen, ja, super. Und selbst wenn jetzt der neueste Entwurf von was weiß ich, absolute Katastrophe ist, sagt man, nein, es ist ganz toll. Und da glaube ich schon, dass man auch noch Leute drumherum braucht, die einem nicht sagen, dass mal etwas scheiße ist per se, aber wo man sagen. Ja, aber es ist auch irgendwie, du musst ja im Leben auch irgendwie mit links und rechts mitgehen, oder? Also du kannst auch einfach irgendwie nur in deiner Ego-Schiene fahren und sagen, ich gehe jetzt an die Show, ich mache den Gig, gehe wieder heim, bin in meinem kleinen Gefüge. Und ich denke jetzt gerade so in unserer Szene hat sich die Welt in den letzten 30 Jahren auch massiv verändert. Das ist mir extrem aufgefallen, auch jetzt so die letzten 10 Jahre. Mhm. Oder wenn ich es vergleiche mit, wie war es vor 25 Jahren. Mhm. Ich empfinde, die Szene ist viel mehr zu einer Familie geworden, als sie früher war. Früher hat es einfach Kleinkunst gegeben und Kommerzscheisse. Also das heisst, sobald jemand ein bisschen Erfolg gehabt hat, ist es Kommerzscheisse gewesen und das andere ist Kleinkunst gewesen. Also jetzt von der Unterhaltungs- oder Komikerbühne. Also so das ernste Theater kenne ich nicht, wie es dort ist. Aber das ist ja gesehen, weil dort die Möglichkeiten viel begrenzter gesehen sind. Das heißt, ich weiss es nicht. Du hast können Kleinkunst machen oder du hast, wenn es irgendwie geschafft hast, zum Beispiel bei irgendeiner grossen Fernsehsendung aufzutreten, dann bist du auf einmal zu Kommerzscheiss geworden. Mhm. Und jetzt ist es viel. Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr Neid rum gewesen. Ich weiss nicht, mit was es zu tun hat. Es hat sich halt einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen verändert und ich habe jetzt, also gut, vielleicht komme ich es einfach nicht mit über, aber ich habe jetzt irgendwie so in den letzten 10 Jahren noch nie Neid gespürt von jemand anderem. Mhm. Und ich selber empfinde auch nicht Neid. Also ich gehe so viel schauen und habe jedes Mal so eine Scheissfreude. Oder ich stirb schier, wenn ein Kollege einen miesen Abend hat. Ja. Also ich empfinde es ein bisschen mehr als miteinander. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich nicht mehr so in der Gruppe bin. Oder? Wenn du noch in der Gruppe bist, bist du immer Gruppe. Mhm. Und hast vielleicht nicht so den intensiven, kollegialen Kontakt, wie wenn du Solist bist. Oder? Mhm. Das kann natürlich auch sein. Früher hat es auch nicht so Mix-Shows gegeben oder so. Ich meine, Stand-up oder Comedy in der Schweiz gibt es eh auch noch nicht so lange. Es war vielleicht ein anderes Unterwegs. Ich empfinde es schon sehr als familiär, weil ich das Gefühl habe, dass natürlich plus minus 5 Jahre, aber auch sehr viel eben recht zeitgleich angefangen haben. Und dann teilt man ein bisschen Schicksal sozusagen. Mhm. Und gerade eben, weil dann auf einmal die Mixed-Shows losgegangen sind, hast du auch viel mehr das... nicht voneinander abhängig sein, sondern dass sich einander helfen. Dass ich mache eine Show, lade dich ein, du machst eine Show, lade mich ein. Mhm. Und man profitiert im Positiven immer voneinander. Und zwar nicht nur im Sinne von, ich profitiere von dir, ich nehme dich aus, sondern vielmehr, es tut mir auch gut, wenn du in meiner Show auftrittst, weil du sehr gut bist. Also, und es ist auch das Profitieren von, also ich glaube, ich kann jetzt egal was schauen, Kolleginnen und Kollegen, egal was ich schaue, ich profitiere nur schon vom jemandem zuschauen. Und zwar einfach im weitesten Sinne. Nicht so, dass ich jetzt finde, geile 3 Pointe, die schreibe ich ab, die bringe ich auch. Mhm. Sondern, dass es mich einfach inspiriert. Yeah. Es inspiriert mich. Ich habe Freude, jemandem zuzuschauen und denke, hey, raffiniert wieder zum so kann man etwas auch erzählen. Oh, das finde ich jetzt aber noch spannend. Oder und es ist nicht das Inspirieren, dass ich dann heimgehe und das auch so versuche zu machen. Nein, aber es ist horizontal. Sondern es ist wie ein Kickoff, selber wieder kreativ zu sein. Ja.
Es ist mehr einfach so, es inspiriert mich und ich gehe heim und gehe Notizen machen oder ich habe irgendeinen neuen Ausdruck kennengelernt, dass gerade wenn ihr, also ich sage jetzt ihr Jungen, Entschuldigung, ihr Jungen. Ich nehme es gerne. Ja, es ist ja lustig, oder? Nur schon die Sprache, oder? Es ist manchmal für mich lustig, es ist manchmal wirklich lustig, wenn ich so eine Comedy-Mix-Show bin, dann ist Helga Schneider mit vier Jungs, ich sage jetzt irgendwelche Namen, du, der Charles Nguela, noch zwei so Youngsters, oder? Für mich, ich bin 55 in diesem Jahr, und ich komme dann an mich so vor, die Mutter, die alte Glucke und die vier Bibli, oder? Und wenn ihr euch so unterhaltet, dann brauchen die ganz viele Ausdrücke. Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Weißt? Ja, das ist so ein One-Liner oder so ein Head-Pointer oder so ein Trick-Schwitter, Pritter, Burnt. Und dann habe ich noch einen Ting-Ting oben drauf gehauen. Da dachte ich, von was redet die? Ah, die reden von ihrem Handwerk. Ah, die haben englische Ausdrücke, wie sie Pointe setzen oder Pause machen. Ja. Habe ich nicht. Ja, aber das ist... Und das ist noch lustig, oder? Allein das hat sich extrem gewandelt. Das, wenn ich überlege, wie und dann töne ich auch schon wieder so der wahnsinnig alte, wenn ich angefangen habe, hat es knapp YouTube gegeben. Mhm. So. Und jetzt kannst du auf Netflix, kriegst du jede Woche ein neues Stand-Up-Special von Menschen, die ihr Handwerk richtig gut verstehen. Ja. Jedes Jahr kommen wir mit drei neuen Büchern. Ich glaube, da hätte ich gar nicht können weiterarbeiten können. Bei mir hat es noch nicht mal Internet gegeben. Ja, siehst du? Und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, so, zum Beispiel so Bücher zu lesen und so, weil man lernt sicher eben ein Handwerk, aber ich habe das schon oft festgestellt bei Kollegen in Deutschland, die so einfach eben Mixed-Shows spielen, wo ich dann immer so denke, das wird nicht viel mehr sein als das jetzt, weil sie sich auf das Handwerk auch sehr verlassen. Ich habe ja gelernt, wie es geht und ich glaube, das tut der Kreativität zum Teil ein bisschen Grenzen setzen. Ja, es lässt einfach keine Eigenständigkeit zu tun. Genau. Oder? Weil ich denke so, wenn du langfristig willst erfolgreich sein, entweder du bist einfach ein wahnsinniger Crack von abartig guten Texten und politischen Umsetzungen, weiss ich was. Aber ich denke, es ist ja auch wichtig, dass jeder Künstler, egal ob ein bildender Künstler oder ein Musiker auch, muss wie seine eigene Musik finden. Also bei der Musik, finde ich, kann man es noch Menschen erklären. Oder? Du musst so wie deine Musik finden, oder? Die dich auszeichnet. Oder? Ja. Oder deinen Style, oder deine Präsentationsform, oder deine Stimme, oder deine Art, Gitarre zu spielen, oder deine gigantische Show, die du machst mit Lichtli, Bring Bring und das ganze Programm. Und die Kunstform zu finden, das hat auch damit zu tun, dass man sich eben absetzt von all dem, wo sagt, so macht man es und so muss es sein. Mhm. Weil dann fängt man sich auch gegenseitig einfach nur noch an kopieren. Mhm. Und das finde ich, das sieht man aber auch gerade bei einem Künstler, der auf der Bühne steht, der versucht, etwas zu kopieren, wie die grossen Vorbilder das machen. Ja. Ja, mit der Musik ist es sehr gut vergleichbar. Das ist so, wenn du irgendeine Castingshow schaust, ist so oft das Feedback, du singst es wie ein Original. Und das sucht man ja nicht. Nein, das sucht man nicht. Ja, gut, nicht. Wobei, wenn du gut kannst singen. Wobei, bei mir ist es meistens so, dass ich denke, noch so bei gewissen Castingshows oder so Supertalent-Shows, dort hat es ja wie zwei Seiten. Das hat dann auch so die wirklich eigentlich denkst, Mann, der ist so genial, der ist so daneben, das ist so ein schräger Vogel. Der schifft dann natürlich auch wieder ab, weil er nicht irgendwie in die Büchse reinpasst, wo dann irgendwie eine Maschine hinten dran sagt, den kann man gut verkaufen oder nicht, oder? Gut, denen wünsche ich dann immer, dass... Was dann immer noch würde länger, zum irgendwie eine Clubtour zu machen mit je 200 Leuten. Also so. Aber das ist glaube ich, schon eben etwas, wo zum Teil fast... darum gibt es viel mehr, die das heute machen, aber wo weniger Identität haben als auch schon. Weil man halt eben nicht für sich selber muss herausfinden, sondern weil man extrem viel kann so lernen. Wie halt es ist aber auch, es ist natürlich auch sehr vielseitig, oder? Also vielseitig, früher hat es einfach so ein lustiges Klontheater gegeben. Ja. Oder? Also so, jetzt böse gesagt, Kleinkunst, oder? Und
Dann hat es Politgaber gegeben, also ich würde jetzt mal sagen, vor allem im deutschen Raum, also nicht im schweizerdeutschen Raum, da hat es vielleicht ein oder zwei gegeben, die ein bisschen politisch gewesen sind, aber sonst, also rede ich jetzt wirklich von Deutschland, oder? Und irgendwann ist Comedy gekommen, oder? Ja. Und heute gibt es aber noch viel, viel mehr, oder? So, da sind die ganzen Slammer gekommen und es ist einfach viel bunter geworden für mich. Obwohl dann vielleicht im Endeffekt immer noch nur eine Person auf der Bühne steht mit dem Mikrofon in der Hand und alle sagen, ja, der macht jetzt Comedy. Aber der Hintergrund von gewissen Leuten ist zum Teil sehr, sehr vielseitig. Oder Leute, die wahnsinnig gut schreiben oder wahnsinnig gut moderieren können. Der eine kommt mehr aus einem politischen Ecken oder nur aus einem blöden Ecken. Oder aus der schreibenden Zunft. Also, das merkt man auch gerade, wenn jemand den Text selber schreibt oder eben schreiben lässt. Das ist auch so ein Thema, das ich denke, hat sich sehr verändert. Heute lässt man ja schreiben. Jetzt hat es früher noch gar nicht gegeben, oder? Also, und wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Ja. Yeah. Also, es ist jetzt für mich immer noch so, logisch gebe ich meine Texte auch jemandem zum Gegenlesen und ich habe auch so meine zwei, drei Nasen, wo ich sage, du kannst das mal anschauen, könntest mir helfen. Aber es ist für mich jetzt noch komisch, wenn du, ja, du deine Musik oder deine Texte gar nicht selber kannst schreiben, bist ja also eigentlich gar kein richtiger Künstler. Nein, dann bist du Performer. Dann bist du einfach ein guter Performer, ja. Und ich bin da halt, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen altbacken, alte Schule. Ich finde schon, man sollte sein Zeug eigentlich selber schreiben. Mhm. Was nicht heisst, dass man Hilfe holt vom guten Regisseur, gutes Co-Autoring. Also ich meine, jetzt, wenn ich zum Beispiel Songs machen auf der Bühne, dann habe ich auch den Jean-Noch Steck, der das komponiert und zusammen mit dem Roman Ricklin, wo die Songtexte schreibt, das sind zwei ganz grossartige, solide Musiker, die das Handwerk beherrschen, die ich nicht mit Ansatz beherrsche. Yeah. Ich kann es einfach auf der Bühne mehr oder weniger gut umsetzen. Mhm. Aber ich könnte jetzt nie einen guten Liedtext schreiben. Yeah. Nie. Völlig, also völlig eigen. Nie auf dem Disziplin. Niveau. Yeah. Ich könnte schon, aber es werden so Schnie, Schna, Schnappi, Kinderkrokodil. Werden auf dem Niveau. Ja. Yeah. Und von der Szene, wenn du die eben anschaust, von den letzten Jahrzehnten, das heißt, vor allem in den letzten zehn Jahren ist viel passiert. Nicht nur, weil du seitdem solo unterwegs bist, sondern weil du auch gemerkt hast, wie drumherum viel passiert. Ja, also ich finde, es hat einfach im Bereich, Branch, im Fall, hat es auch gekommen, das ist im Fall Wasser. Das ist halt das berühmte Wasser hier in dieser Gegend, gell? Jetzt so zeigst wie war die Frage? Von der Entwicklung, ach, die letzten zwei Jahre? Ja, nein, aber Vielfältigkeit, ich weiss es nicht. Einerseits hat es Wahnsinn, also es gibt halt, jetzt fehlen mir die Worte. Einerseits die Jungen, die wollen ja alle Stand-up, Comedy. Yeah. Also es getraut sich ja niemand mehr, mal irgendwie etwas Buntes oder so ganz Schräges zu machen. Oder? Mm-hmm. Aber gleichzeitig finde ich einfach, hat es wahnsinnig viele, wahnsinnig gute Leute, die eben auch wahnsinnig gut schreiben können. Oder? Mm-hmm. Wo du auch bei der Bühnenpräsentation merkst, das ist jemand, der schreibt, wo schreiben kann, wo kann ein Buch schreiben, yeah, wo kann Text schreiben, oder? Und ja, es ist unterm Strich ist es in stetem Wandel und Bewegung und ich habe einfach immer wieder Freude, wenn ich etwas Neues kann entdecken und eben, du bist ja einfach, du bist, wenn es ja in Bewegung ist und nicht einfach nur stagniert, oder? Du bist ja auch eben Konsumentin. Ich verstand nicht, wie es Leute gibt, die nichts anderes können und wann schauen, sondern nur. Ja, dann entwickelst du dich einfach auch nicht weiter. Also, weil du brauchst ja Inspiration und ich rede jetzt nicht nur von Inspiration von ins Theater gehen. Ich brauche auch, wenn ich einen Text schreibe für ein neues Programm, brauche ich Inspiration. Ich kann das nicht in einem Alphütli machen, sonst
schreibe ich irgendwie ein langweiliges Lied über das braune Kuhli und das gescheckerte Kuhli. Ich brauche eine Auseinandersetzung. Ich muss in den Alltag gehen, ich muss ins Kino gehen, ich muss Bücher lesen, ich muss Zeitung lesen, stundenlang irgendwelche Schrott auf YouTube schauen oder mal für 10 Leute kochen und mal guten Wein auf den Tisch stellen und in guten Gesprächen wieder neue Inputs bekommen. Oder? Also. KMU-Aperos machen. Genau. Das gibt Inspiration. Das gibt Inspiration. Hast du jemals das Gefühl gehabt, jetzt kommt nichts mehr? Jetzt ist Kreativität weg. Ja, das habe ich auch schon gehabt, ja. Aber man hat einfach irgendwie seine Krisenzeiten, wo man das Gefühl hat, ich bin ausgelutscht. Oder, ja. Aber es sind ja immer dann, es gibt ja so die Tage, wo du am Boden unten bist und sagst, jetzt lange, ich stehe nie mehr auf der Bühne, den Scheissdreck mache ich nicht mehr mit. Ich habe keine Lust, immer kämpfen, immer um die Kohle schauen und gegen aussen wissen. Die denken immer, die hat so viel Stutz und so, die ist ja bekannt und du bist im Säckeln und machen und tun. Und manchmal hast du so die Schnauze voll und denkst, oh, ich will jetzt auch wieder so einen 9-to-5-Job, wo ich irgendwie meine 7-8'000 Stutz im Monat habe und zahle die Pensionskasse. Und wenn ich krank bin, kann ich ins Bett liegen und ins Arzt springen. Er schießt mich doch an. Und vor allem, wenn du am 5 Uhr oben machst, hast du nichts mehr. Ja, dann hast du einen leeren Grind und kannst einfach irgendwie eins versaufen gehen, ins Pub und nachher noch weiss ich was. Man stellt sich das so toll vor. Und so in so Krisenmomenten denkt man, ich höre auf mit dem Seich. Oder? Und am nächsten Tag, ja. Genau, dann schlafst du mal gut und dann hast du eine Chance wieder. Und Vernunft wieder. Aber du schreibst Text. Habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass du wirklich, du hast auch 4 Seiten voll mit Buchstaben, die wirklich ausgeschrieben sind, tag. Und was ich aber faszinierend finde, ist, dass es bei dir nie wirkt wie ein geschriebener Text. Ist das, weil es dann gleich noch auf der Bühne sich nicht 1-zu-1 an Text haltet oder weil du halt eben so schreibst, dass es schon für die Bühne funktioniert? Ja, gut beobachtet, Herr von Mutzbecher. Dankeschön. Nein, also es ist wirklich so, ich schreibe wahnsinnig viel und ich recherchiere wahnsinnig viel. Wenn mir das Thema Wunder nimmt, dann recherchiere ich und sammle Text und Wortspiele und gang Deko schauen. Und am Schluss hast du ja irgendwie, dann weiss ich, wie lange geschafft, weiss ich, was schaffst du, eine Woche, zwei oder eine Nummer, die am Schluss irgendwie 4-5 Minuten ist. Und dann hast du so einen Rucksack, also dann hast du mal einen Text, oder? Und ich bin jemand, der Überlänge schreibt. Und nachher fange ich so an, spielen, physisch spielen und tue es einkochen. Aufs Wesentliche. Und tue mir dann quasi meine eigenen Rosinen rauspicken. Aber gleichzeitig, durch das, dass ich so viel gearbeitet habe, so quasi meine Pflicht aufzugehen gemacht habe, habe ich so wie einen Rucksack hinein, wo ich wie in der Improvisation abrufen kann. Also einerseits finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man es sehr präzise schreibt und lernt und auswendig lernt. Aber ich nehme mir natürlich als Solistin das Recht raus, dass ich Text verlassen und improvisiere, weil ich gerade einen guten Lauf habe, weil ich es gerade auch viel lustig habe, weil einer reinpackt. Und dadurch, dass ich halt so viel Gedanken mir gemacht habe zu dem Text, habe ich auch relativ viel Pfeil im Köcher, wo ich mal einen rausnehmen und abschiessen Und ich mag es jetzt halt einfach gerne so zu arbeiten. Also, ich nehme mir die Freiheit, sagen wir mal, ich sage jetzt irgendetwas, 20% zu improvisieren. Aber die Gefahr von der Improvisation ist natürlich immer die, dass du natürlich abschiffst. Ja. Ist so. Also finde ich, muss man dann schon die anderen 80% vorbereitet haben. Und dann mag es auch eine Improvisation besser leiden. Das andere ist dann immer ein bisschen mehr Richtung russische Roulette. Und hast effektive quasi Kreativphase, wo du sagst, aber jetzt arbeite ich am neuen Programm, dann bin ich jetzt wirklich an dem. Absolut. Und dann ist alles andere aber auch völlig ausblendet. Nein, ich meine, man hat so seine Inseln, oder, wo man weiss, jetzt habe ich, also ich tue mir immer so Inseln platzieren, oder, zum Schreiben. Und dann hocke ich wirklich 2-3 Wochen an und schreibe.
Und dann lasse ich das wieder liegen. Dann bin ich wieder am Auftreten, irgendwo unterwegs oder mit einem anderen Projekt unterwegs. Und dann ist es auch immer wieder gut, so etwas liegen zu lassen. Dann nimmt man es wieder vor und wieder schreiben. In der Zwischenzeit hat man wieder 25 neue Notizen und Ideen. Und dann, ja, dann tut sich das halt so langsam einkochen zu einem neuen Programm. Das heisst, das jetzige Programm, Miststück, das ist, wie will ich sagen, das heisst, jetzt bist du mit dem am Auftreten und am Umtouren. Das heisst, jetzt bist du nicht dran, neue Sachen zu schreiben. Nein, also es ist so, ich habe so immer meine Programme, die ich spiele. Also ich bin jetzt einerseits ein bisschen am Überarbeiten, oder? Und ich finde, da kann man rausrühren, das kann man noch besser machen. Also ich tue immer ein bisschen dran fielen und wieder anpassen. Und gleichzeitig kickt mich natürlich jeden Tag irgendwo etwas an. Ja. Und dann habe ich einfach so einen offenen Notizblock auf dem Laptop, wo ich einfach Links reinhaue, Wortspiele, mal schnell eine Szene niederschreiben oder einen Gedanken. Oder man könnte eine Nummer zumachen, siehe, blablabla. Und das ist so wie ein, ja, weiss ich was. Ja, Notizblock. Ja. Und das nehme ich auch wieder in die Hände, wenn ich mal finde, jetzt schreibe mal 4 Tage. Mhm. Das finde ich beim Erarbeiten finde ich das immer so faszinierend, wie gewisse Sachen, wo vor 2 Jahren mal wirklich nur eine Idee gesehen ist, wie man das dann anschaut, 2 Jahre später und auf einmal findet, da kann ich ja das machen. Oder, dass man dann das, was habe ich mir da überhaupt jemals? Ja gut, also 90% von dem Zeug, das ich dann liest, denke, streichen, peinlich, nicht lustig, schon 100 Mal da gewesen. Ah, da hat der andere gerade Nummern rausgebracht. Raus. Genau. Logisch, aber es ist manchmal auch wahnsinnig spannend. Du schreibst und hast eine Idee von einer Nummer und bis zum Schluss, nein, die wird geil, ich weiss, das ist der Berner und der Mümmer, nein, ich gebe nicht auf. Und so andere Sachen, die immer so ein bisschen durchgehen, die du so ein bisschen auf die Seite schiebst, wie sich das plötzlich ändert, oder? So der, der auf der Seite gelegen ist und der Mann so, weil du mal ein Blackout gehabt hast und mal schnell innen improvisiert hast, wird eine der grössten Nummern. Und dort, wo du immer gesagt hast, ja, ich glaube an diese Nummern, dann irgendwann so mal nach 30, 40 Shows dem Team gegenüber sagst, ja, ich kapituliere, ich gebe sie ja zu. Aber das, die Selbstreflexion braucht es ja dann auch. Ja. Ja, man hat manchmal aber auch so innere Bilder und man schafft es einfach nicht, das umzusetzen. Irgendwie transportieren. Die Idee wäre eigentlich immer noch gut, aber man hat einfach wieder den Zugang zu dem nicht gefunden. Ja, und du hast gerade gesagt, das Programm entwickelt sich immer weiter. Das finde ich faszinierend, wenn ich jeden oben gefühlt wieder eine Nummer streiche und trotzdem gleich lang bin. Das kann ich gut. Halbe Stunde raus, aber es ist 3/4 Stunde länger. Ja. Nein, oder was ja auch spannend ist irgendwie, dass du schreibst eine grosse Nummer zu einem Thema und dann kommst du aber dort nicht so recht auf den Punkt. Und dann schreibst du eine andere Nummer und die du nicht auf den Punkt gebracht hast, die legst du irgendwie ein Jahr auf die Seite. Und dann bist du da, hast irgendein Event, also man ist ja auch neben dem eigentlichen Programm immer mal am Schreiben für einen Spezialauftritt oder so. Comedy-Mix-Geschichte, ob du findest zu dem Thema, mache ich jetzt etwas. Und dann denkst du, warte mal, da ist doch mal etwas gewesen. Und plötzlich merkst du, wie du das Zeug kannst verbinden. Und das merkst du im Moment nicht, oder? Das ist ja eben die sogenannte Post-it-Zettel-Wand, oder? Wo du einzelne Ideen auf ein Post-it schreibst und mal an die Wand klebst. Und irgendwann telefonierst, weiss ich was, mit jemandem. Du hast die Füße auf dem Schreibtisch und schaust während dem Telefon irgendwie auf die Wand und merkst plötzlich, es hängt ja alles da, schau es nur an, musst es nur richtig kombinieren. Das ist einer der geilsten Momente, wenn du irgendwie merkst, wie etwas zusammengeht. Das Puzzleplatz plötzlich aufgeht, das ist grossartig. Weil die Arbeit ist trotzdem gemacht worden, aber es fühlt sich an wie beschissen. Es hat nur auf den richtigen Moment gewartet. Genau, es fühlt sich an wie beschissen, weil das Gefühl ist, ich muss ja gar nicht mehr machen. Zusammen tun, fertig. Das sind so die Glücksmomente. Genau.
Du hast vorher gesagt, dass, man eben, dass du ja konstant auch die Inspiration brauchst und darum auch wirklich viel verschiedene Sachen machst. Und wenn wir jetzt davon reden, wie eben zum Beispiel sich ein Programm entwickelt, aber auch wie du dich persönlich entwickelt hast. Ich habe es vorher schon gesagt, du bist ein Mensch für mich. Darum bist du auch Gast in diesem Podcast, abgesehen davon, dass ich Fan bin. Nein, mehr. Ja. Nein, du bist ein Mensch, wo ich das Gefühl habe, recht bei sich ist. So, und das ist so ein bisschen das wiedergehende Thema in meinem Podcast. Mhm. Darum heisst er ja viel gut Podcast. Weil ich das Gefühl habe, es gibt Menschen, von denen kann man wie mehr mitnehmen als von anderen. Und ist das bei dir irgendwie mal ein Erlebnis gegeben, wo du gesagt hast, aufgrund von dem verändere ich mich jetzt oder werde ich ein anderer Mensch? Oder sagst du, schon als Kind bin ich so gesehen? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt, sozusagen? Ja, also ich würde mal sagen, man ist, wer man ist, schon von klein auf. Mhm. Also, ich war schon immer Helga Schneider, schon als kleiner Golf. Also, wenn ich das so ein bisschen ganz ehrlich anschauen, mhm, oder? Und habe immer wollte Kunst machen und dumm tun und Zeich machen und kreativ sein und Musik machen und theatern und weiss ich was, die ganze Umwelt nerven mit meinen Ideen. Und vielleicht wirke ich auf dich in den entscheidenden Momenten ein bisschen bei mir, das ist natürlich nicht immer der Fall. Also ich hatte viele Krisenzeiten in meinem Leben, wo ich alles andere wie bei mir war. Mhm. Im Moment gerade, muss ich wirklich sagen, bin ich sehr bei mir. Ja. Ich weiss nicht, ob das mit fortschreitendem Alter zu tun hat, was ich eigentlich aber nicht glaube. Vielleicht hat es einfach im Moment gerade damit zu tun, dass ich wirklich seit ein paar Jahren extrem glücklich bin mit meinem Helga Schneider da sein. Mhm. Auch im Moment gerade wieder so ein bisschen geerdet in meiner Welt bin. Ich habe nicht mehr den Stress von müssen kranke Eltern pflegen. Ich habe auch keinen Stress von müssen wirbelnde Kinder erziehen zu Hause. Ich habe im Moment eine wunderbare Beziehung. Es ist so, im Moment ist gerade auch so ein bisschen eine chillige Phase. Wo ich mich selber auch im Zentrum empfinde. Ja. Und wohlig finde. Ja. Mir ist es wohl. Und hast aber das ist natürlich gehabt? Bei langem nicht so. Also ich meine, man hat vor einem halben Jahr, so kurz vor der Premiere, ja, oder wenn man wieder Existenzangst hat und denkt, ich habe keine Ahnung, wie ich das anbeuge. Mhm. Aber das sind ja eher externe Faktoren. Und natürlich ist man dann in dem Moment gestresst aufgrund von dem. Ja. Ja, externe Faktoren, die aber nicht ganz unwesentlich sind. Mhm. Oder? Weil es ist ja für mich, es gibt ja viele Leute, die in einer privilegierten Situation sind, die sagen, wie du zum Beispiel, du hast einen Moderationsjob beim Radio oder beim Fernsehen oder irgendwo einen Job, der so ein bisschen warmes Foodie gibt. Mhm. Und nebendran geht man auf die Bühne. Oder? Und bei mir ist es ja wirklich so, ich lebe 100% von dem. Ich bin 100% selbstständig. Ich habe null Sponsoring, null Förderungsgelder, null Unterstützer im Hintergrund. Ich muss das irgendwie allein wuppen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich mache ganz einfache Stand-up, ich brauche kein Kostüm, ich brauche keine Maske, ich brauche nicht einmal das Mikrofon, das wird mir gestellt. Kann kommen, kann gehen. Jetzt habe ich dummerweise so ein bisschen den Anspruch, noch ein bisschen mehr zu machen. Yeah. Und es muss noch ein bisschen das Bühnenbild haben und es müssen geile Kostüme sein und die Frisur muss auch immer sitzen und das Make-up und die teuren Schüler. Und ich will eine gute, geile Lightshow, ich will einen guten Sound, ich will gut produzierte, teure, coole Playbacks und Songs. Das kostet Geld. Ist selber gewählt. Aber das macht mich glücklich. Wie viel Perücke und Kostüm hast du? Also im Kostüm im Moment gerade nur eins, was manchmal ein bisschen streng schmeckt. Das Leiten ist in Bearbeitung. Perücke habe ich 5, 6, 7. Also ich habe 5 normale Helga-Perücke zu Hause. Und die tust du immer abwechseln? Oder tust du eine zu Tod tragen? Ja, ich habe so eine, die ist ganz speziell, wenn ich Nahaufnahmen für Filme oder so, die ist wirklich ganz flauschig, schön. Mhm.
Und eine habe ich wirklich zu meinen Schlammgumpen und unter der Dusche stehen und Zeich machen. Rolls-Royce und der alte Mitsubishi. So. Ja, oder weißt du, wo beim Comedy Club mit Lapsus irgendwo ins Wasser reingegumpt sind, da weiss ich, ja, die ist eh schon zu fetzen. Ja. Yeah. Und ja, sie sind alternierend beim Coiffeur. Und werden frisch auftupiert. Ja, es sind immer zwei bei mir auf Tournee und zwei bei der Coiffeuse. Hast du gewusst, dass der Klippi in seiner ganzen Karriere bis jetzt drei Caroline gehabt hat? Nein, natürlich nicht. Faszinierend. Er hat wirklich drei, ich glaube, der Kopf hat er dreimal austauschelt. Ja, also gut. Das bricht nur zweimal austauschelt. Also einmal gehabt und dann zweimal austauschelt. Ja, also ich meine, der Klippi... Nein, warte jetzt. Seseli ist... Ich habe immer... Caroline. Seseli ist Caroline. Eben, Entschuldigung. Also... In der Caroline schmeckt es sehr wahrscheinlich so, wie manchmal in der Perücke von der Helga. Ja. Man schwitzt sie ja voll. Ja, das ist so. Das ist so. Du tust, je nachdem, was der Kleine vorher noch zum Nacht gehabt hat und die Hände gewaschen hat. Wir gehen nicht weiter. Er hat es gar nicht überlegt, wenn er noch dann auf die Toilette geht. Egal. Und du tust aber für jedes Programm hast du dann eben quasi ein neues Kostüm. Ja, in der Regel. Es hat sich jetzt so ein bisschen eingespielt, ja. 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 Mhm. Super Helga ist ja zum Beispiel so, so ein bisschen an Kill Bill in orange-rot angelehnt gesehen. Ja. Ja, man hat dann... Also erstens kannst du ja die Kostüme, die sind irgendwann durch, oder? Das kann natürlich schon pro Show immer irgendwie alles doppelt. Ja. Und man muss es ja waschen können und in chemische Reinigung bringen oder flicken. Aber... ja, das ist jetzt etwas, was mir extrem wichtig ist, so das Gesamtpaket von einer Show, ein Titel, ein Kostüm. Es ist immer die Helga, aber mal ist sie ein bisschen der sexy Schlange, Biest, Miststück, alte Frau Vamp, oder mal ist sie halt mehr so ein bisschen sportlich, möchte gerne Kill Bill, Kämpferin, Super Helga. Vorher war sie noch etwas mehr altbacken angelegt, vielleicht noch etwas mehr Abnabelungs-Emanzipationsphase von Naka Pickles, oder, wo ich einfach den DPS-Teil hatte. Ich fand, ich muss Hosen anlegen, muss vielleicht etwas Ähnliches, aber mal mit Hosen. Es ist so ein bisschen, es entwickelt sich. Aber als Regula würdest du nie auftreten? Ich würde es eigentlich wahnsinnig gerne, aber ich habe wirklich einfach das Gefühl, ich bringe es überhaupt nicht. Das finde ich faszinierend. Ja. Weil bist du ja trotzdem du. Ja, also ich habe es ja viel probiert. Ich habe auch im Proberaum vieles ausprobiert. Und es wird mir zu ernst, wenn die Regula die Schnurren aufmacht. Und ich kann ja nicht besoffen auf die Bühne. Also damit sie irgendwie ein bisschen... die Hemmige Würde verlieren, die es vielleicht bräuchte, als Regula mal richtig auf den Putz zu hauen. Es ist mir wie zu ernst. Mhm. Ich glaube, das ist eben das Schöne mit dieser Kunstfigur, die Schneiderin, die ist nicht ganz intelligent. Oder, also, ja, sie hat so ein bisschen ihr Schildbürger da. Helga ist für mich wie eine lebendige Comicsfigur. Oder? Mhm. Und die hat einfach wie einen grösseren Spielraum, für können sich echauffieren oder aufregen über etwas. Mhm. Wo, wenn ich das als Regula würde machen, würde jeder sagen, hast du auch schon mal ein Buch gelesen, Esposito? Oder vielleicht mal ein Thema recherchiert? Also es funktioniert nicht gleich, oder? Yeah. Es wird dann vielleicht... relativ schnell zu dumm, wenn die Regula zu viel machen. Und bei Helga ist es eher lustig, weil sie es macht, weil sie ja nicht ganz die Hellste ist. Und sie sauft? Sie sauft leidenschaftlich gern. Und die Leute haben ja zum Teil wirklich das Gefühl, dass du ja, das ist, Moment, das ist im Moment wirklich lustig, oder? Weil ich trinke ja auf der Bühne, also gibt mir ein bisschen Kanten auf der Bühne. Mhm. Und das ist aber immer ein Traubensaft. Kannst du den überhaupt noch trinken? Ja, im Moment habe ich gerade eine Krise. Jetzt habe ich wirklich gerade am Freitag einen Auftritt gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass so ein Traubensaft auch über sein kann. Nein. Ja, also in der Pause muss ich das Fläschchen wechseln. Da hat es wirklich schier gestrahlt. Ja, es ist eigentlich sehr ein guter Traubensaft. Also so schlimm ist es nicht. Mhm. Und
Es ist aber sehr, sehr lustig, wie die Leute wirklich reagieren. Und am Anfang bin ich überhaupt nicht darauf eingegangen. Ich habe einfach die Helga gespielt, wo sich so ein bisschen Kanten gibt, so ein bisschen die alte Frau, ein bisschen anfängt abwettern und so ein bisschen die Züge schnurren, Schafsäckel oder er regt mich doch auch noch auf. Dann nehme ich noch ein Güppchen und so, komm, jetzt sag dir eins, jetzt musst du mal erzählen, wie das ist. Weißt du, so eine, die sich so ein bisschen verliert, oder? Und dann sind sie wirklich zum Teil in der Pause auf die Bühne gekommen und sind am Glas geschmückt und sie haben es nicht können glauben, dass ich mich so derweg betrinke, oder? Und dann haben wir einfach gemerkt, wir müssen das auflösen, weil die Leute meinen wirklich, ich besaufe mich jetzt jeden Abend. Also, ich habe auch noch einen Ruf, oder? Und der Witz ist ja, es kann schon vorkommen, dass ich auch einmal vor der Show vielleicht ein Güppli trinke. Mhm. Aber eigentlich nicht. Also, die Konzentration lässt einfach gerade nach. Also, ja. Wenn ich jetzt irgendwo einen 10-Minuten-Auftritt habe, dann lasse ich mir das nicht nehmen, beim Nachtessen ein Glas Weisswein zu trinken oder in der Garderobe ein Güppli oder ein Bier. Aber ich kann nicht auftreten, wenn ich betrunken bin. Also die Qualität geht im Keller runter und no way. Ja, zwei, also ich bin top seriös, Stunden. Wenn ich arbeite. Und zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden Text, wenn du betrunken bist, wird schwierig. Gewisse Spannung zu behalten. Ja. Es hat mit, ja, es ist Hochkonzentration. Nein, es würde alles Bach abgehen. Das Richtige. Und jetzt löst Champagner werden. Ja, am Schluss von der Show. Am Schluss bist du auf einmal nicht da. Und es ist dann immer lustig, wenn ich danach schon wirklich an die Bar gehe und das Güppi schaufe. Ja. Was, sie mögen noch? Oder jetzt gibt es endlich mal etwas Richtiges. Ja. Und du hast mir mal gesagt, Helga Schneider ist 0,0 namentlich angelehnt an Helge Schneider. Ja, wirklich. Obwohl das die Leute immer meinen. Ja, das ist ja wirklich irgendwie... Eben aufgepasst bei der Berufswahl oder auch aufgepasst, wenn du mal aus Blödsinn mal eine Perücke auf den Kopf tust und dann dummerweise Erfolg hast mit dem, dann hast du die Perücke. Ja, das ist ja wie Kleben Caroline, oder? Kannst du nicht irgendwie nach 30 Jahren sagen, ich habe jetzt kein Säseli mehr, ich habe jetzt ein Säuli. Ja, irgendwie... Ja. Man enttäuscht die Leute, oder? Mhm. Und Helga, also zuallererst habe ich ja einfach Gerda geheissen. Ja. Yeah. Und ich weiss nur noch, ich weiss ja gar nicht mehr richtig, wie es war. Ich weiss nur noch, ich habe eine Tante, die heisst Helga, und wegen der bin ich dann Helga geworden. Und dann irgendwann ist das erste Mal ein Programmheft gedruckt worden, oder man hat das erste Mal einen Pressetext und einen Titel und Namen angegeben und dann, ja, pff, Helga hat keinen Nachnamen wie die anderen. Du brauchst einen Nachnamen, ja, pff, keine Ahnung, nimm Meier, Müller, Schneider, ist doch scheißegal, Schneider. Dann ist Helga Schneider gewesen und es ist dann aber wirklich lustig, wie es fast zeitgleich haben wir den Helga kennengelernt. Mhm. Und so bitte, das ist so 91, zwischen 91 und 94 gsi, wo der Helge dann auch wieder so ein bisschen in der Schweiz Fuß gefasst hat und da auch bekannt worden ist mit seinem damaligen Trio mit dem Peter und Buddy Casino. Mhm. Und dann ist es natürlich lustig gsi, aber es ist nie bewusst gewählt worden, also ja, damals gar nicht gewusst, dass der Helge Schneider gibt. Und es sind auch schon Leute zu dir in die Show gekommen, die gemeint haben, sie gehen Helga Schneider schauen. Nicht wenig, ja. Also ich habe nicht wenig. Nein, es ist mir ein Rätsel, oder? Es zeigt, wie einfältig das die Leute manchmal sind. Dann habe ich Leute, die mitten in der Show, so nach 20 Minuten, oder? Dann siehst du so sechs Leute, die aufstehen und hässig den Saal verlassen und du denkst, ja, entweder sie finden jetzt halt einfach einen Scheissdreck oder sie haben Lampen oder irgendetwas. Mhm. Und dann gehen sie zur Kasse und schiessen die zusammen, sie wollen das Geld zurück, sie haben doch da Billett für den Helge Schneider gekauft, oder? Wo ich denke, ja, aber das Plakat, der Name, es steht auf dem Billett und wenn man ja Fan ist vom Helge, kann man sich ja auch nicht ausrechnen, dass der jetzt nicht unbedingt im Theater am Hechtplatz oder im Kleintheater Luzern auftreten tut. Wobei, der letzte Punkt bin ich mir nicht sicher, weil die Leute haben, glaube ich, so keine Vorstellung davon, wie grosse Räume oder kleine Säle etc. jemand kann spielen oder nicht. Aber es ist gleich lustig. Also ich habe einmal, das war vor zwei oder drei Jahren, es war mega herzig, in der ersten Reihe ein Pärchen gehabt. Und
die waren mega herzig von Anfang an, aber es ist ganz schnell gegangen, da hat er einen Riesenlatsch gezogen. Was mich dann natürlich gereizt hat, um einen Spruch zu machen, oder? Gefragt, hast du Mühe, bist du nicht freiwillig da, oder? Und dann ist er immer hässiger geworden, und dann habe ich noch so gedacht, Scheiße, jetzt habe ich es ein bisschen überrissen, oder? Weil es gibt ja Leute, die mögen das gar nicht, da höre ich wirklich auch gerade auf. Also, ich würde auch nie jemanden auf die Bühne nehmen oder so. Und dann bin ich in Pause. Und dann ist der Techniker und gesagt, du, da ist eine Frau, die will unbedingt mit dir reden. Und ich gesagt, ja, sie soll nach der Show kommen, ich kann jetzt Pause. Nein, sie besteht darauf, sie will mich jetzt kurz sehen. Ja, dann bring sie halt. Und dann ist das die Frau gewesen von dem Perli, die gesagt hat, sie, es täge ihr so leid, dass ihr Mann jetzt so eine Schnute gezogen hätte, aber sie müsse jetzt auch gehen, weil er sei so Fan von Helge Schneider und er hat sich seit 2 Wochen auf den Abend gefreut, und hätte in der ersten Reihe die Plätze gebucht und hätte mich gesehen. Und er will jetzt nur noch heim, er sei so hässig und sie hätte mir einfach wirklich wollen sagen, ich finde sie im Fall total lässig und ich würde total gerne noch bleiben, aber ich muss jetzt heim mit dem. Ja, das ist eine grossartige Szene, oder? Ist sie allein dann mal gekommen? Keine Ahnung. Also sie hat es nicht gesagt, wann sie da war. Die Enttäuschung von dem Mann. Aber weißt du was, es gibt sicher ganz viele Menschen, die schon beim Helge Schneider gesessen sind. Das glaube ich nicht. Und sagen, wenn kommt die Perücke? Ja. Wo ist das Güppli? Wo ist das Güppli? Ah, wie lange haben wir schon, Christoph? 76 Minuten. Wahnsinn. 76 Minuten geschnurrt und nichts gesagt. Doch, sehr viel. Sehr viel. Okay. Regula, vielen, vielen Dank. Bist willst du noch etwas wissen? Willst du noch etwas loswerden? Nein. Es ist noch zu früh zum Beichten. Also, fürs Beichten kommst du schon wieder. Ja. Hat sehr Spass gemacht, vielen, vielen Dank. Ja, dank dir. Alles Liebe. Mehr. Programm Miststück, was? Ja, der obligatorische Plag am Schluss. Schneid mal zu mir. Da ist es. Ja, für alle die auf Video sehen. Einfach gesehen. Auf Helga Schneider. Genau. Helga Schneider. Helga Schneider. Ist auf Tour. Aber man kann natürlich auch den Helge schauen. Ist auch immer ein Abend wert. Man könnte, weißt du, wie eine Doppelshow war es doch mal? Ja, das Helga cool. Und Helge. Ja. Könnte sich das Publikum nachher auf den Grin geben. Genau. Sehr empfehlenswert, könnt ihr schauen. Vielen, vielen Dank, Regula. Danke dir. Super.